Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Lieblingskumpel. Ach ja, ist das nicht ein schöner Anblick. natürlich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tron 2.0. Warte, Waffe ausrüsten. Und damit natürlich, wie gewohnt. Oh, Genehmigung, habe ich übersehen. Egal, brauchen wir nicht. Denn das Level endet hier mit der nächsten Cutscene. Fast. Die kommt jetzt. Ist das der Code des Tron-Erben? Mit Sicherheit, Fremder. Hübsch, nicht wahr? Warum bewegt er sich nicht? Ist er beschädigt? Der Code ist nicht kompiliert. Jet, schnapp dir den Erbencode. Dieses System wird immer instabiler. Und damit haben wir es gleich geschafft. Es ist schon mies, dass wir das nicht bedienen dürfen. Danke, I know. Speichern und auf geht's. Da. Hui. Komm mit uns, Arno. Geht nicht, Fremder. Die Zukunft hat keinen Platz für alte Programme wie mich. Ich würde verschluckt und gelöscht, bevor ich meine erste Routine ausspucke. Aber hier bleibt dir kaum noch Zeit. Ja, aber es ist mein Zuhause. Ich kenne mich aus. Gut. Danke für deine Hilfe, Arno. Ich werde dich nicht vergessen. Das will ich hoffen. I know. Masria, wohin gehen wir? Ins Netz. Ja, und jetzt geht's ins Internet. Wie ein bekannter Film, der jetzt demnächst gestartet hat. Keine Ahnung, wann der rauskommt. Egal. Gleiches Thema. Dieser Ort ist gigantisch. Das Netz besteht aus tausenden Hubs wie diesem hier. Daten und Programme aller Schattierungen kommen hier durch. Und deshalb sind wir hier. Das ist der beste Ort, um ein Kompilierungsprogramm zu finden. Präzise. Okay, ich finde schon einen Weg, wie wir den Code des Tron-Erben kompilieren. Ja, dann schauen wir doch mal weiter, was uns im Netz erwartet. wir nehmen hier... Also wir sehen wieder, wir sind in einem neuen Bereich, also neues Verteilen der Routinen. Ich nehme hier meine Standardroutinen, und zwar diese Primärladung. Ich bin gerade am Überlegen, was nehmen wir denn noch mit dazu? Also auf jeden Fall ein bisschen Schutz. Wäre hilfreich. Ich glaube, der Armschutz war noch am effektivsten. Nein, Bein. Der war 8, der ist 9, perfekt. Waffen lassen wir mal einfach. Und hier klatschen wir eventuell die Routine rein. Und einen Virenscanner brauchen wir natürlich im Internet. Update-Notiz. Tut mir leid. Aber das muss sein. Und gehen wir doch mal kurz was dealen. Sehr gut. Willst du eine Subroutine? Das ist die Beta-Version des neuesten Virenkillers. Damit kannst du deinen Code vor der Korruption schützen. Zuverlässig. Wo hast du das her? Tut nichts zur Sache. Okay, klingt nach einem guten Angebot. Ich nehme es. Hier, bitte. Was für ein Angebot? Ich habe keine Gegenleistung. Und zwar haben wir den hier. Das Virenschild in einer besseren Variante erhalten. Und ich bin gerade echt am Überlegen. Ich glaube wirklich, es tut mir leid, der Profiler muss wohl raus. Zumindest mal für begrenzte Zeit. Und den Virenschild nehmen wir mal rein. Einfach. Ihr werdet es schon sehen. Gut, gucken wir weiter. Rufen wir doch mal dieses lustige Ding hier mal rüber. Ich dachte, das kommt von alleine. Da geht es nachher runter. Aber erstmal geht es hier rüber. Chaka. Und noch weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts zu früh gemacht, aber ich dachte, das Ding kam von alleine rüber. Oh. Ach, diese Nachrichten. Update-Notiz. Und hier gibt es eine Beta-Routine und eine Berechtigung. Und oh, eine Ballschleuder, aber jetzt habe ich schon zu viel gezogen, oder? Ja, ich habe zu viel gezogen. Dann hoffen wir mal, dass das eine vernünftige Routine ist. Utility. Oh, kann ja nur was Gutes werden. Und jetzt brauche ich ein bisschen. Ein, ein,
Ein Fitzelchen an Energie. Update-Notiz. Heide, nein, die sind ja alle aufeinander folgend. Also ich habe da kein Problem mit, aber gut. das waren 115. Ach komm, mach voll. Gibt es hier noch eine Update-Notiz? Die zufälligerweise zu mir möchte. Ich meine, ich bin jetzt nicht ganz süchtig nach den Dingern, aber ich finde die jetzt schon sehr geschickt. Da kann ja fast sonst nichts mehr kommen, wenn wir jetzt schon gleich alle haben. Ballschleuder. Auch wenn wir die Waffe nicht verwenden, ich möchte es mitnehmen. Und hier hätten wir doch das Virenschild nochmal in der Version 1 gekriegt, aber nein. Ach stimmt, ich habe den Virenscanner raus. Das heißt, ich muss jetzt... Achso, die interessiert mich eh nicht. Oh nein, da kam jetzt der Virenscanner raus. Okay. Ballschleuder. Und während wir hier rumlaufen, aufräumen. Gut. Da sah es mal nicht nach Update-Notizen aus, aber das werden wir gleich erforschen. Wir gucken erstmal hier in die Ecke. Servus. Eine E-Mail. Die hätte ich gern. Oh, da gibt es hier unendliche Energie. Ja, dann downloaden wir mal. Im Internet. So, was hast du zu sagen? Low-Level-Compiler stets zu Diensten. Kannst du den Code kompilieren? Mal sehen. Tron-Erben-Code. Was für ein beeindruckendes Artefakt. Und? Sorry, geht nicht. Der Prozess ist für meine Routinen zu komplex. Du brauchst einen High-Level-Compiler. Versuch's doch mal in der Progress-Bar. Ich lieb den Wortwitz. da gehen wir auch gleich hin. Aber... Bombenbeschädigter Programme sind in die Stadt eingefallen. Der Kerl befiehlt allen Programmen, sich ihrer Echse nach besten Kräften zu erwehren. Verstärkungen werden in Kürze eintreffen. Viel Glück, Smith. Hier gibt es jetzt im Prinzip ein kleines Minispielchen, wenn ich das richtig verstanden habe und noch weiß. Hier läuft nämlich die Zeit ab und hier sind drei Tower und wir müssen gucken, dass wir in den Tod springen. und wir müssen gucken, dass den lieben Leutchen hier drin nichts passiert, weil ihr habt ja gerade gesehen, was da für Gegner kommen. Uiuiui. Eieiei, was ist denn das für ein Schuss? Und das ist gar nicht mal so einfach, diese Tower alle zu beschützen. Aber wir haben ja unser Virenschild. Das heißt, wir werden... Oh. Außer wenn die Subroutine Virenschild natürlich beschädigt... infiziert wird, dann haben wir kein Virenschild. Servus. Das war so klar, dass er gleich wieder was hinter mir spawnt. Ah, danke. Danke sehr. So, da rennt wieder einer hinten rum. Dich kriege ich. Ey, lässt du mir den Tower hier in Ruhe? Ich speichere mal zwischen. Ich glaube, die haben bisher alle überlebt. Au. Chaka. Sehr gut. Die sind alle noch blau. Sehr gut. Das heißt hier... Wo? Ah. Da. Na, ihr färbt mir hier nicht die Tower um. Ich hätte die gerne, weil... soweit ich weiß, kriege ich da Erfahrungspunkte. Also, Update... Punkte dazu. Und die hätte ich gern. Weil mit Update-Punkten kann man nette Sachen machen. Das war der nette Kerl. Ja, ich bin wieder infiziert worden. Und zwar die Korrosion. Ja gut, kann ich mitleben. Solange mein Virenschild noch steht, ist alles gut. Du greifst hier nicht die Tower an. Die sind noch alle blau. Sehr schön. Sehr. Habe ich es jetzt geschafft? Ich habe jetzt nicht auf meine Update-Punkte geachtet. Aber die sehen noch alle blau aus. So wie die ICPs. Mercury! Identität verifizieren.
Mercury, ich bin's, Jet. Erkennst du mich nicht? Mein User muss mit dir kommunizieren. Meinst du Gast? Ja, die Anfrage ist dringend. Was ist mit dir passiert? Scheint wohl eine ältere Version von Mercury zu sein. Diese Neuformatierung machen mich fix und fertig. Lass uns in die Bar gehen. So, es gab Update-Punkte, ich weiß noch nicht warum. Perfekt. Mir fällt gerade auf, dass ICPs zwar existieren, aber mich gar nicht angreifen. Da ich mich nicht auf den ihrem System rumtummel und irgendwas kaputt machen möchte. Und wir hier nicht von den Kernel-ICPs reden. So, das hier ist übrigens die Progress Bar. Da können wir aber noch nicht rein, da wir noch mit Gast kommunizieren müssen. Und das werden wir gleich machen. Aber zuerst bin ich am Überlegen, was wir als nächstes upgraden. Ich hätte gesagt, wir graden die Korrosion ab. Und dann nutze ich das Ganze, solange wir hier in diesem schönen Virengebiet unterwegs sind, und packen noch den Virenscanner hinzu. Auch wenn der nicht zwingend nötig ist. Weil der mich nicht wirklich vor was bewahrt, sondern nur die Information mitteilt, dass etwas infiziert ist. Wobei auch die Sprungroutine nicht schlecht wäre. Wir haben da unten gerade wieder diesen Pool gesehen. Okay, wir kümmern uns erst um die Kollegen, bevor ich weiterschwätze. An die habe ich nicht mehr gedacht. Oh, das ist die letzte Update-Notiz. Perfekt. Oh, Kacke. Wo habe ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert. Okay. Ich dachte schon. Ich meine, das ist mir noch nie passiert, dass ich ziemlich weit zurückgeschmissen worden bin. Servus und Servus und nochmal Servus und Hi. Oh, das läuft gut. Und jetzt noch den netten Kollegen hier hinten. Und dann haben wir es schon gelöst. Hier gibt es eine Ballschleuder in schlecht. Hier gibt es nichts. Hier gibt es Korrosion in schlecht. Und hier gibt es auch nochmal Korrosion in schlecht. Und da vorne sind auch nochmal zwei. Einmal Korrosion in schlecht und nochmal Korrosion in schlecht. Gut, hat sich ja gelohnt. Stimmt, ganz hinten. Der große Kollege hier. Hat der was fallen lassen, außer Energie? Ne, der hat nur Energie fallen lassen. Servus. Danke sehr, junger Mann. Nimm diese Genehmigung als Zeichen meiner Wertschätzung. Kein Problem, gerne doch. So, jetzt will ich aber meine Update-Notiz. Die gammelt hier unten rum. Danke. Aufladen brauche ich nicht. Bevor wir mit Gast kommunizieren, hole ich mir noch die Update-Notiz, sonst vergesse ich das. Wobei, nee, komm. Wir können es direkt erstmal. Erstmal Gast. Verbinde mit IO-Raster. Ich fürchtete, ich hätte dich verloren. Das ist sehr wichtig. Du darfst nicht. Gast? Was darf ich nicht? Jet, hast du einen Compiler gefunden? Ich glaube ja. Wir treffen uns vor der Progress Bar. Knoten deaktiviert. Mafria, schon ein bisschen unhöflich. Jedes Mal platzt sie in meine Gespräche rein, aber knallhart. da unten gibt es auch noch was zu holen. So. Überlebe ich diesen Sprung? Ja, so halb. Na gut. Ich hab Beta. Gut, das hat sich ja gelohnt. Da gibt's auch nichts. Gut, dann wären wir hier durch. Dann geht's ab in die Progress Bar. Da wartet ja Mafia schon. Die Lage hat sich verschärft. Es war kein Zufall, dass die Korruption den Laborserver attackierte. Dieser Master-User Thorn, er ist speziell hinter dir her. Erzählt man sich jedenfalls. Aber warum? Ich fürchte, es geht um die Korrekturalgorithmen. Soll das heißen, dass du die Algorithmen hast? Das ist ja toll! Ja, Alan Alts hat sie in meinen Code implementiert. Der Code des Tron-Erben muss in der Lage sein, die Korrekturalgorithmen zu schützen. Beeilung, wir müssen den Tron-Erben-Code kompilieren. Ja, dann mach mal hin. Oh, Disco ist weggepackt. Ja gut, in der Bar braucht man noch keine Waffen. Eine Update-Notiz. Ja, fängt ja gut an. Und ich darf noch weitere drei sammeln. Und ab geht's mit der Mucke. Und gleich die zweite. Ich freue mich. Und da gleich noch die dritte. Ich bin ja gleich durch. Komme jetzt gerade nicht ran, oder? Doch, hehe. Servus. Wenn's dir nichts ausmacht, Kleiner, der ist noch eine Weile mit meinem Code beschäftigt. Was spielt denn der DJ da für einen heruntergesampelten Schrott?
Tja, oh, und ich bin fertig. Ja, das wird hier ein Riesenlevel sein, wie ihr merkt. Da hinten gibt es noch ein Code-Optimierungsprogramm. Das bedeutet, wir haben die Korrosion jetzt schon auf Gold. So schnell kann es gehen. Aber ich habe jetzt keine weiteren Gold-Subroutinen mehr. Doch die könnte ich... Ah, komm, es bringt ja eh nichts. Also, laden wir sie. So, was willst denn du? Warten auf den Compiler? Willkommen im Club, Süßer. Wenn du kurz kompilieren lassen willst, zieh dir besser eine Nummer. Club mit K. Schon ein bisschen her, dass diese Schreibweise so verwendet wird. Servus. Ganz schön was los heute. Aber heute stehen wir alle nur rum wie im Standby-Modus, verstehst du? Denke schon. Was hast du denn so auf der Playlist? Was die Leute hören wollen, Mann. Nur vom Feinsten. Kannst du mir einen Gefallen tun, Mann? Hör dich um, krieg raus, was die hören wollen, ja? Ja, kein Problem. Entschuldige bitte, was ist dein Lieblingslied? Ich mag Track 6, aber weißt du, ich fühle mich so schlapp. Danke für die Information. Da hinten gibt's noch jemanden. Dann gucken wir doch mal vorbei. Ich mach grad eine Umfrage. Welches Stück soll der DJ als nächstes spielen? Track 6 hat einen fetten Beat. Okay. Also, wir merken, zweimal die 6. Was ist dein Lieblingsstück? Ich bin eigentlich kein Musikfan, aber irgendwie geht mir Track 3 nicht mehr aus dem Speicher. Einmal die 3. Oh, da oben geht's weiter. Dann schauen wir auch mal dahin. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Wir waren bisher nur auf der oberen Ebene und hier war ja, glaube ich, niemand mehr, oder? Nö, hier war nur Eingangsbereich. Dann schauen wir doch mal hoch. Flup. Oh, hier hätte ich ein paar Routinen auf Gold kriegen können, aber bringt mir nichts. Aber ich kann eine Genehmigung holen. Vielleicht brauche ich sie. Und da fährt auch nochmal eine Genehmigung rum. Und eine E-Mail. Ziehen wir doch beides. Zweimal die 6, einmal die 3. Kann man sich merken. Gut. Und da gibt es Energie. Was ist dein Lieblingsstück? Mir gefällt Track 3. So, ausgeglichen. Zweimal die 3, zweimal die 6. Entschuldige bitte, was ist dein Lieblingslied? Track 6 ist ein großartiges Stück. Das sollte der DJ mal spielen. Ja, dann hast du in dem Fall entschieden. Ach, das gibt Fallschaden. Nee, komm, das fangen wir nicht an. Wir laufen den kleinen Umweg. Damit kann man leben, ne? Und runter und ab zum DJ. Und einen speziellen Wunsch? Die Nummer 6 bitte, das wäre die 2. Spiele Track 6. Ich sag dir, Mann, das Stück ist cool. Und ein Upgrade. Das machen wir natürlich zuerst. Wir wollten ja auf die Transferrate gehen, aber auch gleichzeitig auf die Energie. Jetzt machen wir mal die Transferrate auf halb und die Energie machen wir den Rest. Oh, das ist nicht wirklich viel mehr. Dabei ist die Energie eigentlich schon entscheidender. Ja gut, ist halt so. Speichern. Da hinten danst er ab. Haben wir da jemanden abgelenkt? Oh Gott. Diese Animation. High-Level-Compiler, habe ich recht? Du willst dir also einen Nachfolgecode von Tron kompilieren lassen, zeig mal. Nett. Damit könntest du hier im Netz richtig Kohle machen. Okay, und wo ist Tron? Tron hat sich zurückgezogen. Ich bin jetzt der Host. Jack, ich glaube, ich sollte den Host übernehmen. Mir soll er helfen. Das sehe ich an. Also, die übliche Gebühr? Geht aufs Haus, diese Verzögerungen sind todlangweilig. Ah, ich erhalte gerade ein Signal von Gast. Ich muss wissen, was er will. Ja, gut, Maria, du hast das hier im Griff, ne? Ich gehe so lang mal wieder chatten. Und ein Level hoch. Und dann quatschen wir mal mit Gast. Diesmal geht hoffentlich niemand dazwischen. Die Verbindung zur Live-Sicherheitsvideoübertragung wird aufgebaut. Dad? Oh nein, Miss Rhea! Live-Sicherheitsvideoübertragung deaktiviert.
befrieren. Du hast etwas, das ich haben will, um es zu zerstören. Miss Rhea, nicht bewegen! Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin Thorn, dein Master-User. Du bist nicht mein User. Bei dir ist das etwas anderes, Script. Aber ich habe jetzt keine Zeit für Verhöre. Und jetzt mach Platz! Oh je, und ab in den Kampf. Und ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet. Ich gehe eine Ebene hoch, wollte ich sagen. Und soweit ich weiß, kann ich mir hier nämlich eine schöne neue Waffe, da ist sie ja schon, abholen. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich hoffe auch, das Ganze ist nicht zu laut. Eigentlich muss ich ja gar nichts machen. Ich muss einfach nur überleben. Spannend, ne? Wenn man das weiß. Wir können auch vorne ein bisschen ärgern gehen. Ach je, was machen wir jetzt die 2 Minuten? Überleben. Ja, ein bisschen kämpfen können wir ja. Au. Das ist nicht gut. Vor allem, ich habe den Prozessor... Au, gut, dass ich nicht gespeichert habe. Dann bleiben wir hier hinten einfach dort stehen. Ach ja. Hätte ich das nur bedacht, dann hätte ich die Folge jetzt schon beenden können. Aber nein, 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 nein. Ab und zu darf es hier mal länger gehen, das ist kein Problem. Oh, das ist ja nett. Ah, je. Und sonst so. Erzählt mal. Gefällt euch das Let's Play denn bisher? Ich meine, spätestens nach dem Part habt ihr wahrscheinlich keine Lust mehr drauf. Warum nur? Es ist kein bisschen langweilig. Es ist total mit Spannung durchzogen, gerade wenn man solche Level hat. Und vor allem, wenn man die kennt. Weil jeder Normale würde jetzt versuchen zu kämpfen. Ich stelle mich jetzt einfach hier hinten in die Ecke und warte. Wir können auch ab und zu mal versuchen, vorn zu erwischen. Aber so ganz funktioniert das nicht. Doch, so klappt's. Wunderbar. Erzählt mal. Oh, ich hab mich erwischt. Perfekt. Wisst ihr, warum ich den Viskus mag? Man versteht es, glaube ich, immer mehr. Vor allem, das kostet kein bisschen Energie. Wie bitte? Was quatscht der? Na komm. Noch eine halbe Minute. Also die Geräuschkulisse ist schon sehr gewöhnungsbedürftig. Habe ich eigentlich meinen Streuball, bevor ich jetzt hier mal das Level abschließe? Ja, ich habe ihn gekriegt. Perfekt. Oh, das war zweimal zu viel. Na. Immer noch sehr interessante Geräusche. Spannend, ne? Miss Rhea! Alle Modelle auslöschen! Du bist auch ein Loser. Miss Rhea, was ist mit deiner Hülle geschehen? Ich bin frei. Bald! Nein, nein, nein! Nicht bald! Jade, hau ab, der Erbencode hat mich verändert. Ja,
jetzt müssten wir eigentlich abhauen, aber ich beende die Folge und starte gleich die nächste. Keine Sorge. Also, bis dahin, also bis gleich und tschüss.